Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, was soll ich sagen? Was ist mit dem Silberpreis los? Wie gestern bereits im Video schon gesagt, der Preis steigt gerade extrem. Und wenn man sich das mal anguckt, wir machen mal den heutigen Kurs, ging der Preis auf über, ja, oder hat knapp die 30 Euro. Euro-Grenze erreicht. Das war ein neues Allzeithoch. Und hier ist einfach der Grund, da habe ich mich nämlich letztens im Video etwas versprochen. Es ist, oder der Silberkurs wird jetzt nicht gerade von den Wall Street Bets sehr stark kommuniziert, sondern im Netzwerk unter dem Hashtag Silverscreeds. Und dort wird ja gerade sehr stark darum geworben, hier Silber zu kaufen. Und die Frage ist natürlich jetzt, immer mehr Leute schreiben mir Nachrichten. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ich versuche jede zu beantworten. Aber ich muss selber sagen, der Silbermarkt ist natürlich viel, viel größer und liquider als GameStop, AMC, Nokia und so weiter. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, denn hier kann es natürlich auch genau falsch sein. Ich glaube, der Kursanstieg, den wir gestern gesehen haben, ist enorm. Also wenn man mal guckt von Freitag zu heute ist der Kurs, wenn man mal den Höchstwert nimmt, um 32% gestiegen und jetzt aktuell befindet er sich, ach, sorry, der Silberpreis. Hier geht es um die First Majestic Silver Corporation. Das ist ja eine Firma, die sehr stark mit Silber zu tun hat und diese ist dementsprechend gestiegen. Und ich hatte gestern noch überlegt, beziehungsweise vorgestern, soll ich da noch einsteigen? Ich überlege es tatsächlich, ob ich hier einsteige, denn selbst wenn jetzt aktuell noch nicht großartig oder wenn sie jetzt selbst morgen eine Korrektur kommen würde, langfristig gesehen ist Silber auf jeden Fall ein enormes Potenzial. Warum? Für Elektrofahrzeuge benötigen die Elektrohersteller enorm viel Silber. Und dementsprechend gehe ich stark davon aus, dass ja Elektrofahrzeuge werden immer mehr gepusht gerade. Jeder Elektrohersteller bricht neue Rekorde und dementsprechend werden mehr Autos gebaut und dadurch wird natürlich mehr Silber benötigt. Und deswegen gehe ich halt, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr stark davon aus, dass der Kurs in Long Turn auf jeden Fall extrem steigen wird. Wie weit? Ich habe jetzt schon gelesen, 1000 Dollar, ob das jemals stimmt, kann keiner sagen, keiner hat eine Glaskugel zu Hause, aber auf jeden Fall wird er langfristig sehr stark steigen. Und wenn man sich jetzt mal unter dem Hashtag da die Nachrichten mal durchliest, also es gibt wirklich wie bei GameStop diesen Aufruf und man sieht ja hier schon seit dem 28. Januar, was es hier für ein enormes Handelsvolumen gab. Und da kann man wirklich sagen, ey Leute, in Zukunft oder in den nächsten Tagen wird hier auf jeden Fall noch etwas Positives passieren. Klar, es gibt auch wieder hier auch einen Niedrigstand am heutigen Tag, der lag bei 20,75. Das kam aber einfach nur deswegen, weil viele natürlich bei so einem Kursanstieg auch Gewinne mitnehmen möchten. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich würde aber dann auch gleich wieder kaufen, denn meiner Meinung nach, und ich werde hier auch wieder die Trendlinie einzeichnen, wie ich eigentlich in jedem Video mache, es wird sich auf jeden Fall hier nach oben bewegen. Klar wird es auch in irgendeiner Form, ja, vielleicht hier bewegen, aber hier dazwischen wird er auf jeden Fall die nächsten Tage liegen. Das sind natürlich ein paar Prozent Unterschiede, keine Frage, aber auf jeden Fall höher als am 26. und 27. Januar. Und wie gesagt, langfristig mache ich mir bei Silber überhaupt gar keine Sorgen
Und wenn man sich jetzt einmal, das kann ich einmal raussuchen, unter dem Hashtag SilverSqueeze einmal danach sucht, dann kann man da relativ schnell sehen, um was es hier geht. Jetzt finde ich jetzt gerade, ach hier, ach, sorry, mein Fehler, ich bin nicht so der Twitter-Experte, deswegen, aber wenn man hier dann einmal danach geht und sich die Kommentare durchliest, dann ist es tatsächlich, ja, dass die Leute, sie wollen unbedingt kaufen, und kaufen auch. Also das ist absolut beeindruckend, sowas zu sehen. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, wie sich das alles so jetzt aktuell in vielen Aktien entwickelt oder jetzt sogar im Rohstoff. Und man sieht halt auf jeden Fall auch diesen Entschuldigung, diesen Kursanstieg. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und ich kann jedem nur empfehlen, ich werde es, wie gesagt, auch tun. Ich werde definitiv in Silber einsteigen, denn bei dieser Masse an Menschen, die hier jetzt auch schon wieder unterwegs sind, ist es wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis der Silberpreis auch enorm durch die Decke gehen wird. Und ihr könnt einfach mal hier unter SilverSqueeze einfach mal ein bisschen lesen, was passiert hier, was schreiben die Leute, was gibt es hier aktuell für Nachrichten und so weiter. Und glaubt mir, ihr werdet euch von diesen Leuten überzeugen lassen. Ich weiß nicht, ob das Psychologie ist, da bin ich jetzt kein Experte drin. Mir haben heute wieder viele geschrieben, ach Silber, nein, das ist Blödsinn. Aber wenn man sich mal ja, den Kurs vom Silber anguckt oder Unternehmen, die damit zu tun haben, sie steigen heute alle enorm und das passiert ja nicht ohne Grund und da sieht man mal, was hier für ein Einfluss dahinter steckt von vielen kleinen Anlegern und deswegen möchte ich diese Rallye gerne mitgehen. Ich werde hier auf jeden Fall heute noch Silber kaufen und bin wirklich gespannt, wie das nächste Woche weitergeht. Und wenn mich jetzt jemand fragt, würdest du kaufen? Ich würde ein definitives und klares Ja sagen. Denn, wie bereits jetzt schon erwähnt, es ist ein sehr gutes Produkt. Es wird in Zukunft mehr benötigt. Und wenn man sich mal diese Online-Gruppen, nenne ich sie jetzt einfach mal, anguckt, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis dieser Kurs enorm durch die Decke gehen wird. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.